So, willkommen zurück. Oh, ich habe noch wieder den AFK-Dingens vergessen. Zurück zu Final Fantasy VII Remake. Mit, ja. Mit dem Kram hier. Wir müssen immer noch Don Corneo suchen. Der hier irgendwo rumgeistert. Hier? Ja. Jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Er ist drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Tut mir leid. Aber ich brauche euch noch ein bisschen. Oh, ein Piggy. Verdammt! Halt! Hinterher! Oh nein. Aber er hat den Schlüssel. Ohne ihn sitzen wir fest. Los! Das ist nur der kleine davon. Wir wissen ganz genau, dass es davon auch einen größeren gibt. Es ist da vorne abgebogen. Ach, damn it. Schnell hinterher. Das ist wieder dieses fette, etwas. Ach, kommt schon. Ihr Sardins. So, Magie. Ach, versuchen wir es mal mit Blitz. Auf den da. So. Cloud ist wieder voll dabei. Limit bringt uns hier nichts. Fertigkeit. Impuls. Rascher Schwertschuss. Komm, Mutangriff. Einfach auf Sarah gehen. So, zwei sind noch da. Noch einmal Magie hinterher. Feuer. Probieren wir mal mit Feuer. Schmeck. Lieb doch. So. Und jetzt den kleinen Piggy hinterher. Vermutlich da oben. Schnell nach. Und ich wette, dass wir dann gleich seinen... gleich wieder den einen komischen Großen besiegen müssen. Der ist ja... hier nicht, der ist ja, nicht gestorben, sondern ist weggelaufen. Dieses kleine, dieses Ding, was hier Tsunami und so weiter macht. Da ist er. Und das sieht aus wie sein kleiner Bruder oder so. Oder sein kleines Tierchen. Stimmt, vielleicht hat er hier sein Nest gebaut. Akku, Junge. Genau, ein Akku war das, glaube ich. Tatsache. So hießen die Dinger. Oder so hieß das Ding. Und ich wette, das kommt, das bekommt nochmal seinen Gastauftritt ein zweites Mal. Okay, habt ihr hier irgendwas? Moment. Ist das hier irgendwas? Nee, das ist nichts. Los, hinterher. Das kleine Drecksvieh darf uns nicht entkommen. Da ist es. Ah, der lockt uns doch voll in die Falle. Ja, wir haben noch keinen. Jetzt aber. Fertigkeiten, einmal Analyse. Was können wir denn eigentlich gegen die Arco-Junges tun? So, Feuer ist gut gegen den. Das ist doch perfekt. Dann wollen wir erstmal den Blubu killen. Denn der schläft nämlich unsere Gegner ein, unsere Freunde ein. Magi, Feuer auf den Akku. Smack. So. Und den nächsten. Auch nochmal Feuer und Schock. Schmeck, schmeck. Gut. Jawohl, wo ist jetzt der andere hin? Das kleine Drecksvieh? Mit dem Schlüssel? Ich glaube da lang. Ja. Ich sehe dich. Ich hab dich gleich. Was macht es da? Es klettert da einfach hoch. Zum Glück ist hier eine Tür, die Cloud nicht geöffnet bekommt. Ja, der hat es nicht so mit Türen öffnen. Okay, das sieht mir doch tatsächlich danach aus, dass hier Muttertier gleich durch die Wand bricht. Achso, doch ein kleines Tierchen. Und Sahagin. Mit Sahagin wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ist okay. So, Magie. Feuer natürlich. Auf Arco.
dann kümmere ich mich um die Sachen, die... Oh, da ging es auch im Schock dann erstmal auf ihn. Ah. Das Spiel ist aus. Auf jeden Fall. Ah. Weiter. Wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal unsere Lebenspunkte prüfen. Nicht, dass wir hier gleich voll ins K.O. rennen. Wieder ein Schuss, Junges. So, Magie. Aber jetzt sitzen sie wieder alle so schön nebeneinander, dass es sich lohnt, einfach mal ein großes Feuer anzusetzen. Und einfach alle mit einem Schlag zu zerlegen. Glaub schon. So, nochmal zwei Megatränke, das ist super. So, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit unseren Lebenspunkten? Wie stark sind wir angeschlagen? Cloud hat nur noch die Hälfte, also fast die Hälfte seiner Lebenspunkte. Egal, das funktioniert. Na, ja, Moment. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Gut, hinterher. Das sieht gar nicht aus, als ob wir es in die Enge getrieben hätten. Jetzt ist Schluss mit dem Unfug, klar? Onkel Baron tut dir nichts. Ja, der springt da jetzt einfach runter. War klar. Und das war's. Dammit. So, aufpassen bei den Blue-Blues. Blue-Blues. Na. Und da ist Cloud eingepennt. Jetzt schaue ich mal eben kurz. Wie sind sie? Sie sind ziemlich nah dran, das ist gut. Na gut, dann muss es leider doch ein Ether für Cloud sein. Dann reicht aber der Rest nicht, das ist doof. Tiefer kann aber einmal kurz. Vitra auf Cloud wirken. So, wer ist noch im Schock? Oh, hey, ich glaube, das ist Frosch. Quark. Da kriegt eine Zunge ab. Quark. Das ist süß. Aber ich muss aufpassen, weil dadurch bekommt Cloud mehr Schaden. Mutangriff auf die Krabbe, auf den Sahagin. Ich hoffe, der Sprung funktioniert. Na gut, hat nur die Krabbe getroffen. Jetzt reicht's. Magie. Jetzt steht ihr wieder so schön zusammen. Feurer. Na komm, auf den Sahagin. Oh, doch beide getroffen. Perfekt. Hier drüben, ja, ich weiß, das macht Schaden. Aber hier liegt eine Kiste. Die will ich haben. Und okay, das war's hier erstmal. Dann erstmal wieder ein bisschen aufpumpen. Weil nicht, dass wir hier gleich total im Eimer sind. Ja, komm, nehmen wir die Supertränke. Weil ich glaube, die Megatränke sollten wir uns für den Kampf aufheben. Ether wäre vielleicht auch nochmal nicht verkehrt für Cloud und für Tifa. Na, aber es gehen langsam die Ether aus. Sehe ich gerade. Wait. Ich dachte schon, hier ist die Tür zu. Das wäre es ja gewesen. Da ist er. Von beiden Seiten. Okay. Lasst es nicht entwischen. Na komm, diesmal kriege ich dich. Ich sehe da vorne aber auch noch eine Kiste, die will ich auch haben. Ach echt jetzt? Ganz das Herrchen. Gib das zurück. Trotzdem, die Kiste nehme ich mit.
Moment. Gibt's da drüben noch irgendwas? Ah. Ja. Sehr gut. Wir haben die zweite Schatzkammer von Corneo gefunden. Aber das bringt uns nichts. Weil die ist noch komplett unter Wasser. Das heißt, wir müssen hier später ran. Das ist die letzte Schatzkammer von Corneo. Komm. Da ist er. Einmal zurück. Fertigkeit. Einmal Analyse, um zu gucken, ob es die gleichen Schwächen hat. Sehr gut. Es hat die gleichen Schwächen. Das sehe ich gerne. So. Magie. Feuer. Magie. Du hast kein Feuer. Du hast Feuer. Und jetzt können wir drauf prügeln. Fertigkeit. Mutangriff. Bam. Ah, ne, egal. Barret hat zwar... Ich will die ATB hier nicht einfach links liegen lassen. Darum... Ruhig einfach weiter. Und smack. Ach, da kommen noch mehr? Wie viel sind denn das da jetzt noch? Okay, die beiden kriege ich, glaube ich, mit dem Feuerer zusammen hin. Oder auch nicht. So, eins noch. Oh, das macht gerade so eine komische Wirbelattacke. Ganz blöd, da drauf zu springen. Ja, es war auch super schlau von mir gerade. Ach komm, da kriegen wir es so hin. Geht doch. Gib her! Schmuck? Gib her. Schicker Schlüssel. Sorry. Das gehört nicht wirklich dir, oder? Schwester, Mutter? Familie habe ich nicht. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Die Blume steht für... Du musst mich vergessen. Für immer. Ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut und verschwand aus meinem Leben. Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Ich will Rache. Ich warte schon zu lange. Wenn ich keinen Schlussstrich ziehe, werde ich nie loslassen können. Wenn's dir hilft? Solange wir nach oben kommen, ist's egal. Keine Sorge. Ich stehe zu meinem Wort. Du gefällst mir. Kommt hier lang. Eine Abkürzung. Ich sagte doch schon mal. Moin Croissant. Naja, du hast echt viel Stream verpasst. Ich würde mal sagen, das ist eine coole Nummer. Das, ich wusste doch. Ne? Da sind noch viele, viele Leute, die Corneo überhaupt nicht leiden können. Und der Dude gehört tatsächlich dazu. Wenn ich dich in die Finger kriege. Nein, Corneo gehört mir. Wie? Das ist mir völlig egal. Nein! Bitte. Ich brauche dieses Ding hier. Hör auf.
Denn dieses Teil ist das Wasser ab. Yes! Und damit haben wir nämlich... Und damit haben wir nämlich jetzt den letzten Geheimgang offen. Oder die letzte geheime Kammer von Don Corneo. Und damit wir nicht nochmal hier durch die Kanalisation laufen müssen, gehen wir da jetzt einfach hin. Dann haben wir nämlich auch die letzte Quest abgeschlossen an der Stelle. Die letzte Sidequest. Jetzt müssen wir nur gucken, wo genau das nochmal war. Ah, sehr gut. Genau hier entlang. Und, Moment, ich bin doch hier gerade, bin ich jetzt richtig? Ja, ich bin hier richtig. Hier entlang, dann da lang und dann hier. Da ist es. Nice. Lass mich nicht treffen. Ein Sahagin-Prinz. Mit Sahagin-Freunden. Yay. So, erstmal schön hier alles hochtreiben. Und jetzt können wir... Ups. Sahagin A, B. Nee, nicht Fertigkeiten, Analyse erstmal auf die Sahagin. Feuer, sag ich doch. Feuer ist gegen die gut. Magie. Feu-ra. Ah, die stehen zu weit entfernt. Dann muss nur Feuer ran. Auf Sahagin A. Und jetzt... drauf da. Einmal kurz wegrollen. Sehr schön. Wir haben die nächste Feuerrunde auf Sahagin B. Tifa kann auch mal Feuer auf Sahagin B kicken. Und wenn wir schon dabei sind, Barret, du machst Blitzra, weil die gerade so schön zusammenstehen. Ach nee, schon wieder Frosch. Aber da abfüllt Limit Break ab. Hahaha. Oh, hat nicht so gut funktioniert, wa? Doofer Sahagin. Ja, dann kriegst du jetzt mal einen Kreuzschlag ab. Jetzt wird abgerechnet. Upsa, fuck. Ich hab zu spät gesehen, dass ich mal dass ich mal weggehen sollte. Magi. Holger. Und. Ach, schon wieder Frosch. Jetzt aber. Gib ihm. So, wir können wieder Fertigkeiten einsetzen. Mutangriff. Ach, das war ja mal voll daneben. Da ist er. Und tschüss. Kollege. So, wir haben die letzte Schatzkammer gefunden und die müssen wir noch ausplündern. Froschring. Froschringe sind helfen uns dabei, damit wir kein Frosch mehr sind oder bleiben oder so weiter. Smaragdgrünes Diadem. Damit wird die Suche nach Corneos Kronjuwelen wohl beendet. Und was machen wir damit? Könnte ziemlich lange dauern, bis wir einen Käufer finden. Wir sollten sie Male geben. Die kümmert sich um den Wiederaufbau der Slums von Sektor 7. Yay! So, damit haben wir dit. Da sind noch Sachen, die können wir auch noch packen. Da drüben sind auch noch, sieht es auch noch aus wie Kisten. Sehr gut. Sind hier auch noch Kisten? Nee, das sieht nur so aus. So, wir haben jetzt endlich alles... Ich mach die Tür auf. Wir sind hier jetzt durch sozusagen. Wir könnten... Ja, Barret könnte nochmal Cloud eben schnell eine große Heilung in die Hand drücken. Danke sehr. So, das fühlt sich dann nämlich schon viel, viel besser an. Hui! Und dann können wir auch wieder zu Leslie aufschließen. Und ihm bei seiner Rache helfen. Ja, Rache ist das Gesetz der Slums.
und hoch da. Mussten nur kurz einen kleinen Abstecher machen. So. Runter da. Oh, direkt vor einer Kiste aufgewacht. Phönixfeder. Hier unten ist aber noch eine Materia, fällt mir gerade so ein. Ah, jetzt sind wir hier angekommen, okay. So, wie weit ist es denn noch? Ich hoffe nicht mehr so weit. Um auch so zickzack zu laufen. Rennst du an der Kanalwand entlang, als wärst du eine Ratte. Sehr gut. Endlich angekommen. Dann machen wir die Tür auf. Ich will hier nicht warten. Der Typ da drin alleine klarkommt. Machen wir mal lieber mit. Der wird niemals alleine klarkommen. Aber wir haben hier zumindest einen netten Wartebereich in Form einer Bank. Gut, hoffen wir mal das Beste für den Herrn. Aber ich glaube, hier ist wieder sein großes Schoßhündchen. Hier ist Leslie. Ich habe eine Nachricht für dich, Corneo. Oh, hi? Du kommst allein? Ja. Oh, hi? Und wo sind die Täubchen vom Avalanche? War doch schließlich deine Aufgabe, diese Belga zu schnappen. Tut mir leid. Deshalb will ich mit dir reden. Leslie. Du weißt schon, warum ich mich hier verstecke, oder? Ich hab den Täubchen von Avalanche etwas zu viel vorgesungen. Leider hat das Shinra absolut nicht gefallen. Sie wollten die Platte bababababam runterholen und ausnahmslos alles in Sektor 7 dem Erdboden gleich machen. Aber diese Belger haben die Leute gewarnt und die meisten Menschen konnten leider fliehen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Shinra will Midgar aufgeben und ein neues Paradies zum Leben erschaffen. Ursprünglich hätte ich der Don vom Fallmarkt in der neuen Stadt werden sollen. Stattdessen bin ich jetzt auf der Flucht. Leslie. Dabei hatte ich eigentlich vor, dir die Führung meines Ladens in der neuen Stadt zu überlassen. So ein Jammer. Und jetzt zur Preisfrage. Wann legen Schurken wie ich am liebsten alle Karten auf den Tisch, hä? Die Antwort kennst du doch bestimmt, du Schlaumeier. Wenn ihr wisst, dass ihr gewonnen habt. Bingo. Freu dich nicht zu früh. Hoi. Hier, hier. Wir würden jetzt von dir gerne alles über Sektor 7 hören. Ist er jetzt durchgeknallt? Hoi. Pech für euch. Denn ich schrei hier nicht zum Spaß rum, wisst ihr? Ich wusste doch, dass der kommt. Na dann, Marcolinchen, guten Appetit. Okay. Verdammt.
Oh, und noch die Kleinen dazu. Kümmern wir uns erstmal um den? Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Kleinen. Bevor wir anfangen, den Großen zu zerlegen. Ah, aber die Kleinen lassen sich zumindest ganz gut umnutzen. Da ist noch ein Kleiner. Oh, da ist noch einer. So, damit haben wir nämlich die Art, haben wir nämlich die Dingens voll. Die Fähigkeiten. Beziehungsweise die ATB-Leiste. Jetzt können wir nochmal hier einmal kurz Arco analysieren. So, Feuer ist gut. Ein riesiges Monster, okay. Magieattacken füllen seine Schockleisten langsam. Eiselementare Attacken füllen sie gar nicht. Das haben wir. Das ist genau das gleiche, was er das letzte Mal auch gesagt hat, glaube ich. Egal, wir wollen erstmal die kleinen Viecher killen. Aber bisher merkt man nicht. Dann wollen wir erstmal auf die physischen Attacken gehen. Oh, der Limit Break ist gerade ab. Das passt doch sehr gut. Dann gehen wir doch erstmal auf das linke Horn. Welche letzten Worte? Ja. Phasenwechsel, uncool. Jetzt aber erstmal auf die kleinen. Die Nummer läuft hier auch wieder. Okay, aber das ist nicht schlimm. Feura. Denn die drei da drüben laufen gerade so schön im Pärchen, dass die auch einfach mal in einem Satz sterben können. Ja, die laufen in Dreierpärchen. Hör auf, meine Worte. Bla! So, wie dem auch sei. Folger. Ah nee, Folger bringt nicht so viel. Wo sind denn die drei hier? Ich sehe die nicht. Achso, die sind wahrscheinlich noch gar nicht da. Ja, dann lassen wir das erstmal. Sturmangriff. Au! Naja, das hätte ich kommen sehen müssen. Aber, nee, Fertigkeit. Mutangriff auf linkes Horn. Und weil wir gerade eben sehen, tiefer kann auch noch Hochtouren auf das linke Horn feuern. Und Limit Break ab. Dann gibt es einen Kreuzschlag auf das linke Horn. Oh, jetzt wird das Ding böse. Wir haben die Kiddies gelegt. Und es kommen noch mehr davon. Egal! So, die sehen auch gut aus dafür. Ich sag erstmal die Kleinen. Boah, ich glaube, ich schon wieder im Limit. Was geht denn hier? Ach, er hat gerade Hast. Oder ist zumindest voll aggressiv. Er bekommt nämlich gerade mehr Schaden. Hoppla. Er bekommt mehr Schaden, aber dafür steigt sein Limit-Balken schneller. Ganz vergessen, dass es dieses Ding gibt. So, dann, ja, Limit, Kreuzschlag auf das linke Horn. Und die nächste Runde. Nebenbei ist die Beschwörung gerade offen. Das passt sich sehr gut. Cloud kann nämlich Ifrit holen und wow. Wait a moment. Ich sehe gerade die Lebenspunkte von Cloud. Genau, die sehen nämlich ganz schön mies aus. Und Ifrit regelt. Esper-Fertigkeit. Flammensturz. Auf. Noch machen wir es auf linke Horn. Und besiegt. Ah, dämmt noch eins. Jetzt müssen wir
schnell Don Corneo hinterher. Bist du okay? Wo ist Corneo? Sorry, ist entkommen. Verstehe. Ich finde ihn schon. Ich hab sonst eh nichts zu tun. Willst du nicht jemanden anders suchen? Hä? Du hast sie doch geliebt. Manchmal merkt man es erst, wenn man jemanden verloren hat. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Die Blume steht für... Was wollte sie wohl sagen? Ein Wiedersehen. Oh. Wie? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich sollte sie erst finden. Du hast recht. Danke. Moment. Hast du etwa dein Versprechen vergessen? Natürlich nicht. Da ist er. Gehen wir raus. Dann sag ich, wie ihr hochkommt. Gut, anscheinend haben wir hier auch gleich den Weg nach oben. Perfekt. Und dann gucken wir mal, wie denn der Weg nach draußen gehen wird. Bin mal sehr gespannt. Beziehungsweise nach oben. Vorher müssen wir natürlich noch die letzte Alleskönner-Quest abgeben. Das ist auch sehr wichtig. Aber gut, wir konnten die gar nicht schaffen, ohne bei Don Corneo erstmal klar Schiff zu machen. Sehr gut zu wissen. Einen wunderschönen guten Tag, Rias. Willkommen wieder mal in meinem Stream. Da oben von Disc Games. Ah, meine Lunge tanzt vor Freude. Hier entlang. Eine Seilpistole. Schießt das Seil zum Klettern ab und zieht euch daran nach oben. Hinter dieser Mauer liegt Sektor 7. Mit der Seilpistole könnt ihr euch über Hindernisse wie Mauern und Trümmer ziehen. Hat aber keinen Abseilmechanismus. Ist man erst oben, kann man nicht wieder zurück. Bevor ihr hochgeht, solltet ihr alles Notwendige erledigen. Danke. Wir müssen los. Wir suchen auch jemanden. Verstehe. Dann viel Glück. Gleichfalls. Gehen wir. Gut. Hier können wir auch direkt zurückreisen. Das ist doch perfekt. Machen wir doch direkt. Wenn wir schon können. Kosten tut's nichts. Male. Oh, schön euch zu sehen. Das hier schickt der Racheengel. Das sollte uns beim Wiederaufbau von Sektor 7 helfen. Der Racheengel? Der Racheengel der Slums? Habt ihr ihn etwa getroffen? Nein, er hat uns die Sachen nur zukommen lassen.
Na sowas. Der Racheengel der Slums. Oh. Das ist ein wahrer Held. Sein Geschenk werde ich für einen guten Zweck einsetzen. Ach, ich vergesse. Das hier ist für euch. Könnt ihr sicher gut gebrauchen. Wunderbar. Tatsächlich. Und damit haben wir alle Quests abgeschlossen. Nichts mehr offen. Alles gut. Ich bin vollends zufrieden. Keine Sidequests mehr ab jetzt. Wunderbar. So gönne ich mir das. Und damit können wir dann jetzt zum Walmart Erschließungsgebiet. War es das? Ich probiere es einfach. Und dann sehen wir uns nach einem kleinen Cut in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Final Fantasy VII Remake. Bis dann. Bis gleich. Bis irgendwann.